Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Twine, ein Open-Source-Programm zur Erstellung interaktiver Texte. Diesmal geht es um das Einfügen von Bildern und Videos in Twine. Bilder und Videos werden in Twine nicht eingebettet, sie müssen verlinkt werden. Achten Sie jedenfalls darauf, dass Sie die Bild- oder Videorechte besitzen und die Bilder und Videos möglichst auf Ihrem eigenen Webspace liegen. Ich habe mir hier eine kleine Twine-Geschichte vorbereitet, die nur aus einem Textabschnitt besteht. Ich habe Blindtext eingefügt und möchte jetzt diesen Blindtext durch ein Bild ergänzen. Ich habe mir auch ein Bild dazu bereits ausgesucht, einen Screenshot der Twine-Startseite aus einem Praxistipp auf dem Lehrerinnen-Web. Ich klicke rechts darauf und speichere die Bildadresse. Das Bild werde ich mit Hilfe eines HTML-Tags verlinken. Ich gebe also ein kleiner Zeichen ein, dann IMGSRC, also Image Source, ist gleich Anführungszeichen. Dann kopiere ich die Bildadresse hinein. Mit Anführungszeichen und Größerzeichen schließe ich den Tag. Dann starte ich die Geschichte und ich sehe den Text und darunter das Bild. Um das Bild neben dem Text einzufügen, nutze ich die Spaltenformatierung in Twine mit Harlow. Ich füge oberhalb des Textes eine senkrechte Linie, einen senkrechten Strich und dann ein Ist-Gleichzeichen ein. Dadurch setze ich den Text in die linke Spalte. Und oberhalb des Bildes füge ich ein Ist-Gleichzeichen und eine senkrechte Linie ein. Damit setze ich das Bild in die rechte Spalte. Das schaue ich mir jetzt an. Ja, Text und Bild stehen nebeneinander, aber das Bild klebt am rechten Rand. Die Bildspalte sollte also etwas breiter sein. Dazu füge ich oberhalb des Bildes eine zweite senkrechte Linie hinzu. Damit mache ich die rechte Spalte doppelt so breit wie die linke. Das probiere ich jetzt aus und ja, das gefällt mir gleich wesentlich besser. Das Einfügen von Videos funktioniert ähnlich. Ich habe mir hier ein Video aus unserem YouTube-Kanal ausgesucht. Ich klicke auf den Teilen-Button und kopiere den gesamten Inhalt des Einbettenfensters. Den füge ich jetzt hier anstelle des Bildlinks ein. Dann probiere ich das aus, starte die Twine-Geschichte und ich sehe jetzt anstelle des Bildes das Video angezeigt. So viel also kurz zum Einfügen von Bildern und Videos in Twine. Weiterführende Links finden Sie wie immer in der Videobeschreibung.